Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft-Aufnahme. Der Tobi, der ist wieder am Stissel, der ist zurück aus der Pause. Und sogleich legt er doch los mit dem Aufzeichnen. Nun gut, jetzt steckt er für euch gerade mittendrin in der Pause. Jetzt ist momentan, ja lasst mich mal nicht lügen, der 8.8. Da steckt er drinne, ist ein Montag. Ja, und da habe ich mir gedacht, nimmst ein bisschen wieder Minecraft auf. Können wir ja mal wieder machen. Aber das leider nun nicht länger als 3 Stunden für die Session, weil ja, Festplattenplatz ist wieder begrenzt. Gut, und was machen wir hier? Wir stehen hier oben immer noch auf unserem Balkon. Ich glaube, da hatten wir das letzte Mal auch ja, beendet gehabt, die Aufnahme. Genau so sieht's aus. Wir hatten hier Blick auf unser Bäumchen und dann beendet gehabt. Und zwischendurch, ja, da habe ich ja noch so ein Pause-Video gemacht für euch gehabt. So ein Infovideo. Und da habe ich mir eine Kopie von der Map erstellt und habe hier ein bisschen rumgespielt mit. Und da hatte ich, glaube ich, hier vorne so reingeschaut gehabt. Oh, jetzt sehe ich hier oben auch gerade unsere Bäume. Die decayen gar nicht richtig. Da fehlen noch, ja, da ist überall noch Holz drin, ja. Aber ziemlich viel sogar. Wie konnte ich denn das übersehen? Genau, da hatte ich von hier etwa geguckt gehabt, glaube ich, von hier unten und dann so rauf. Gut, ja, was hat sich getan? Ich habe wieder ein paar neue Shader reingeboxt, so wie ich ja vorgehabt habe, weil mir das Licht da irgendwie ein bisschen ja zu finster war in den normalen Sildas Vibrant Shaders oder wie sich die geschimpft hatten. Und nun habe ich hier das Shader Pack Choker Pick drauf. Ja, ich weiß nicht, ob die noch aktuell sind. Die lagen bei mir oder liegen bei mir jetzt schon ja eine längere Zeit auf der Festplatte rum. Da weiß ich gar nicht, ob die aktuell sind. Und so hell kommen mir die Fackeln jetzt auch noch nicht vor. Na gut, wir haben jetzt hier noch ist ja hellichter Tag. Noch kannst du das ja nicht so beurteilen. Ja, gut, das habe ich gemacht gehabt, die Shader reingewürgt und die Sichtweite auch noch ein bisschen erhöht. Da muss ich mal gucken, noch keine Performance-Tests gemacht zuvor. Da muss ich mal gucken, wie das ja jetzt so funktioniert oder ob das zu stark drückt auf die FPS, auf die Geschwindigkeit. Da müssen wir noch ein bisschen austüfteln für die Aufnahme, aber denke mal, wird es reichen. Da kriegt er schon wieder einen Frosch im Hals, der Tobi. Und mir fällt hier auch auf, den müssen wir noch zumachen. Den hätte ich gerne zugemacht, hier den kleinen, das kleine Teilchen. Und unseren Acker weitermachen, dann natürlich da oben das Laubwerk noch weg. Da müssen wir noch 4 buddeln. Da hinten, da haben wir noch unser Experiment drin. Aber da ist ja auch nichts mehr los, nee. Hier haben wir ja auch nichts mehr drin. Gut, okay, scheiße ich mir dazu und dann würde sagen, habe ich das erledigt, weil Modder müssten wir ja hier drin haben, wenn ich mir recht, oder eigentlich sage ich ja mal zu recht zurück entsinne. Das sollte ja kein Thema sein, hier das eben schnell mit Modder zuzuscheißen. Da nehme ich mir so gleich ein bisschen was mit. Mal gucken, wie das hinterherzieht, das ist auch mal Indiz. Also man sieht ja hier meinen Mauszeiger und je weiter das Item da, die 64 Modderklötzchen hinterhergezogen werden, ja, desto mehr zweckelt das Spiel auch. Da ist immer so ein bisschen Indiz, wie performant das gerade läuft hier. Aber das sieht doch recht in Ordnung aus und ich denke mal, das wird uns lang und wir sollten pennen gehen. Okay, und aber machen müssen wir auch noch, sehe ich da unten gerade. Das werde ich doch auch demnächst dann gleich tun. Jo, und habe ich das dazu geschissen, würde ich sagen, machen wir endlich mal unsere Höhlentour, wa? Dass wir hier ein bisschen vorankommen. Ich hätte liebend gerne noch ein bisschen was an Eisen auf Tasche, auf jeden Fall auf Lager. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir hier in der Nähe, ich denke mal, hier gibt es auch diverse irgendwie Eingänge zu einer Höhle, ich weiß. Einen Eingang gibt es hier vorne gleich, das weiß ich. Hier irgendwie an unser Hügelchen dran, wenn man hier so rumgeht. Und da können wir ja mal reingucken dann. Aber zuerst machen wir das da mal dichte da vorne. Jo, jo. Gut. Ja, ich denke mal, das hier, das wird das erste Video sein, was jetzt nach meiner Pause rauskommen wird.
auf dem Kanal. Und ja, lass mir mal noch ein bisschen was erzielen. Da werden noch viele weitere Projekte auf jeden Fall folgen. Ein bisschen was habe ich schon vorbereitet hier jetzt zum 8.8. Kann ich ja sagen. Und zwar kommt dann noch die Session unter Freunden, die wir zusammen, oder die ich zusammen mit dem Matzi und dem Rob zusammen gemacht haben. Das wird kommen. Was für ein Spiel das sein wird, ja, das brauche ich ja nicht verraten. Das steht ja in meiner Projekteliste. Da habe ich doch auf meinem Kanal irgendwie so eine Google Docs Datei angelegt oder eine Verlinkung zum Google Docs Dokument. Und in diesem Dokument, da befindet sich doch immer stets das drin aufgelistet, was so ja auf meinem Kanal folgen tut. Tut der Nachtwächter, aber boah ey, und ihr stört mich hier gerade mega doll. Wisst ihr das eigentlich? Ihr Oktopoden, wo habe ich denn mein Schwertchen? Oh ja, meine Maus, mein Mausrad vielmehr, das funktioniert wieder. Und da habe ich auch nichts dran gemacht. Ich habe einfach nur immer so lange weitergezockt, bis das jetzt irgendwann sich mal wieder eingerenkt hatte, ja. Und das ist hier dann natürlich schon vom Vorteil, können wir das wieder nutzen, kann ich das wieder nutzen hier in Minecraft, ja. Gut, dann weiter dicht hier den Pool. Tut mir leid um ihn. Was ist hier wieder? Nee, ich wollte gerade sagen, ist hier schon wieder ein Oktopode drin gespawnt? Ja, tut mir leid um ihn, aber geht halt nicht anders. Mir wäre das lieber, würden wir den hier dichte machen, oder? Machen wir uns den breiter vielleicht noch? Nee. Das kleine Wasserlöchelchen, das langt uns aus, obwohl ich immer noch nicht genau weiß, wie ich da rauskommen soll, hier mit irgendwie so einer Art Weg oder so durch unsere Unterführung. Aber da können wir ja später dann hier immer noch ein bisschen rumhorsten. Vielleicht mache ich den doch auch wieder größer, unseren kleinen Tümpel, dass der hier ein bisschen weiter sogar rüber geht. Und dann, dass wir hier uns eine schöne Brücke oder sowas basteln können für... Das müssen wir mal sehen. Soweit bin ich jetzt noch gar nicht mit meiner Birne. Was ich noch vorhab, ist auf jeden Fall hier vorne die Terrasse, unser Häuschen. Das ist ganz wichtig, dass wir das endlich dicht kriegen. Da. Das steht auch schon seit ewig und drei Jahren so da, ja. Das wäre mir auch prima. Auf jeden Fall würde sich da dann auch was tun. Und die Terrasse davor dann natürlich, wie erwähnt, schon. Und unsere Äcker, die können wir auch fertig machen und anfangen hier das abzutragen, sodass wir uns sogar da hinten unser rotes Schäfchen da hierher holen können und einfärchen können. Gut, aber die Kohle, ich wollte gerade sagen, die Konsole, die Kohle da unten, die nehme ich mir noch mit. Das aber erst, wenn das Wasser hier weg ist, natürlich. Da müssen wir aufpassen, dass wir da wieder zur Kohle unten durchstoßen. Aber erst lassen wir mal das Wasser hier wegdrücken und die Modderblöcke, die werden nicht reichen, nee. Da tun sie auch nicht. Oh, hier haben wir noch ein bisschen was dabei. So, und jetzt buddeln wir uns das wieder aus. Da ist ja nur kein Wasser mehr unter. Weil wir sauber gearbeitet haben. Und da haben wir unsere Kohle dann noch wieder. Und die hole ich mir doch, die klopfe ich mir doch selbst verfreilichst hier auch raus. Und was ich noch nicht getan habe, das fällt mir jetzt auch gerade auf. Ich muss mal gucken, wie spät das gerade ist. Ist unsere Stoppuhr stellen. Das muss ich natürlich wieder tun. Denn ich möchte ja nicht über die 3 Stunden hinwegkommen diesmal. Ist ja für euch nicht schlimm, da wird es ja nahtlos weitergehen. Denke mal, dann später in der Aufnahme Nummer 7 dann. Nach den 3 Stunden jetzt. Aber für mich da ist das von Bedeutung natürlich, wegen Festplattenplatz. Wie zuvor verkündet. Hier haben wir sogar gerade ein Höhlengeräusch gehabt. Vielleicht fallen wir ja in eine solche hinein, ja, bei unserer Buddelarbeiten hier. Weil ich denke mal, das mit der Kohle hier, das hat sie auch bald erledigt, ziemlich rasch sogar. Das wird finster wieder, oder? Kriegt das hier noch raus und zu. Kriegt sogar noch zu, glaube ich. Mal probieren, uns zu beeilen hier auf jeden Fall, sodass uns hier keine Monster spawnen, die uns hier das Leben schwer machen wollen, diese Schergen. Aber so finster ist das hier oben noch gar nicht.
Das war verkehrt gedeutet vom Tobi. Und dann machen wir hier so gleich auch noch weiter. Eben an dem Boden hier. Dann kommt hier mal ab. Dann können wir ruhig bis hier vorne gehen. Da kommen wir in unseren schicken Waldstück hinein. Der ziemlich schick bewachsen ist, auch ziemlich dicht mit den Bäumen, ja. Wie wir ja wissen. So, und habe ich das hierzu dann auf jeden Fall Taschen leeren. Papa machen wollte ich auch noch. Kacke, dass ich da jetzt noch nie dran gedacht habe. Und dann können wir uns auf den Weg machen in eine Höhle hinein. Da habe ich mir extra, und das habe ich schon seit Ewigkeiten gemacht, seit Aufnahme Nummer 1 sogar, extra eine Playlist oder einen Ordner auf der Festplatte gemacht. Siehst du, das hatte ich auch noch nicht geschafft. Ich wollte immer noch für mich auch im Hintergrund gleich die Mucke mit abspielen, aber das habe ich auch immer noch nicht getestet gehabt, selbst vor der Aufnahme. Da hätte ich es ja tun können, aber habe es da noch nicht gemacht, sodass ich dann später die Mucke erst oder nicht hinterher wieder reinhauen muss, ja, beim Video schneiden. Aber ja, seit Folge 1 habe ich schon einen Ordner angelegt mit finstere Musik, wenn wir uns in so einer Höhle befinden, wo nur Monster lauern, wo nur Gefahren lauern oder so. Und den kann ich gerne dann abfeuern, auf jeden Fall. Befinden wir uns in einer solchen Höhle, ja. Sind noch nicht viele Titel, da werden jetzt bestimmt dann nach der Aufnahme auch noch der ein oder andere Song wird dann auch noch hinzugefügt werden zu dieser Liste an Titeln. Aber das kann schon recht schauderig da unten werden, auf jeden Fall. Und das ist auch recht gefährlich, weil ich habe ja hier noch nichts an Rüstung. Sonst würden da über unsere Herzen, wie viel sind das an der Zahl? 2, 4, 6, 8, 9 von 10 momentan. Würde sich darüber ja ein Balken befinden mit Rüstungs. Ja, Symbolen. Was will ich denn hier mit dem Dings machen? Ich will doch eigentlich nur Happer machen. Und zwar möchte ich mir mein Brot hier unten reintun. Gut, dann können wir unsere Taschen leeren. Wo haben wir denn hier mal die euren komischen Tintensäcke gehabt? Hier. Modder kann mitkommen. Das ist schon gar nicht so verkehrt, da dabei zu haben. Aber die Scheren, die können auch erstmal hier bleiben. Eine kann ich ja mitnehmen. Weil Platz ist hier natürlich begrenzt. Und wir werden mit volle Taschen natürlich dann auch wieder heimkehren. Das weiß ich doch. Oder hoffe ich doch. Nicht, dass sie uns da direkt am Anfang bleiben. Höhleneingang auflauern, die Monster. Und uns take downen, ja. Aber sonst, ja, denke mal, wir werden ein bisschen Eisen mit nach oben holen, das hoffe ich mir zumindest. Die Schaufeln können mit, die Axt kann auch mit, falls wir irgendwie eine Mine oder sowas finden, wer weiß. Wer hier noch nicht weiter rumgeguckt, ein bisschen was zusammengeschnitten habe ich ja in der Folge Nummer 60, zum Ende der Folge Nummer 60 auf jeden Fall, das wisst ihr ja, oder wer es verfolgt hat, der weiß das natürlich. So, die Schere, die kann hier bleiben. Der Seed kommt mit rüber in die andere Kiste hinein. Zu essen haben wir genug, würde sagen. Und Stickies können mitbleiben. Das kommt runter. Die Kohle kann hier bleiben. Und der Modder, der sollte eigentlich mit, aber da reicht mir ein kompletter Stickel auch aus, muss ich sagen. So, Schlafenszeit, aber erstmal lasst mir mal da hinten an der Kiste noch ran. Dann nehmen wir unser kleiner Seed rein. Die Kisten, die können hier bleiben. Erstmal. Die Schere. Wo bist du denn, Kiste? Wieder viel zu ruckartig gedreht hier. Schere habe ich doch da hinten schon. Wo bin ich denn wieder mit meiner Birne, Mensch? Du kommst noch mit. Das ist gar nicht so verkehrt, dich mitzunehmen auf unserer Tour. Wir müssen ja nicht die kompletten 3 Stunden da unten bleiben, aber selbst wenn wir über die 3 Stunden da unten bleiben, ist das auch nicht verkehrt. Da kann der Tobi auch in der Höhle Pause machen. Das ist ihm auch Latte.
Aber hoffentlich der Tobi, der verläuft sich da unten nicht. So, dann würde ich sagen, wir machen uns mal auf den Weg darüber, ne? Da war ein Eingang, möchte meinen. Den möchte ich doch mal erforscht haben. Mal gucken, vielleicht ist das auch gar nicht so tief und wir müssen weiterreisen, das weiß ich noch nicht. Da hat sich der Tobi zuvor auch nicht informiert gehabt. Genau hier ist der Eingang. Und hier können wir so gleich mal beginnen, Fackeln zu setzen. Ach, du Kacke. Ich hatte hier doch schon mal reingeguckt, glaube. Ah, das hat sich ja gelohnt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder nach Hause. Schnauze voll hier vom Höhentour und so. Die Scheiße. Ich kann uns mal. Weißt du, könnte ich hier mit meiner Blockhand hier, die hier gerade die Spitzhacke schwingt, ja, könnte ich da ein Stinky sein, wirklich glatt tun hier. Und zwar einmal hier unten komplett einmal rum und da oben, wenn ich mir da nochmal hinstelle, direkt reinhalten den Stinky. Ein Doppelstinky vielleicht sogar, ein Doppelstinky. So, aber das hier, das würde ich schon ganz gerne mitnehmen wollen, das braune Zeug. Und ich habe natürlich nicht dran gedacht, mir vorher irgendwelche Spitzhacken zu horsten. Oh Mann, Mann, Mann. Dann kann ich mir wenigstens hier noch ein bisschen Brot von zu Hause mitbringen. Mitnehmen, weil das ist für eine gröbere Höhlentour doch ein bisschen wenig, würde ich sagen, oder? Da kommt Mr. Fucklo dran. Und das hier, das braune Zeug, da brauchen wir natürlich für unsere Wege auf unserem Acker auch. Deswegen nehme ich das mal hier noch mit. Und ich hatte ein Video gesehen gehabt, da wo ich... Oh, hier geht es sogar weiter. Und da haben wir also gleich Eisen, wenn ich das da eben richtig gesehen habe. Ich werde mal gleich mal für euch ausleuchten. Oh ja, oh ja. Cool. Lohnt sich ja doch noch, Junge. Ich auch nicht gedacht, dass wir da jetzt noch weiterkommen, aber oftmal lohnt sich das auch. Das weiß ja Onkel Gronk, weiß er dir auch. Der sagt dann ja immer wieder, wenn du in der Höhle drin bist und du bist am Ende angelangt irgendwo mal, dann buddel ruhig noch ein bisschen weiter. Das sagt Onkel Gronki immer, denn du hast nicht selten Glück, dass es da weitergeht, auch dahinter dann. Hast du ein bisschen reingebuddelt. Aber cool, ja, und Pen brauchen wir hier unten in der Höhle sowieso nicht, weil wir sehen ja nicht, wann Tag und Nacht wird. Und den Monstern hier ist das natürlich in der dunklen Höhle auch scheißegal, ob Tag und Nacht ist. Da spawnen die ja wann und wie sie wollen. Und ja, da können wir hier jetzt fleißig vor uns hinbuddeln. Und uns Nächte hier unten drin um Ohren schlagen. Und das sieht mir tatsächlich aus wie ein bisschen größere Stücke hier schon. Ja. Hat man noch überall Kohle, aber wichtig ist auf jeden Fall Eisen mitzunehmen. Boah, und das ist richtig schön viel. Selten bei uns auf jeden Fall. So viel Pech wir momentan mit dem, beim Eisen suchen hatten, ja. So, haben wir hier noch rote Zeugs übersehen, ja. Alles mitnehmen hier. Alles, alles muss mit. So, um Fackeln natürlich auch dran denken, überall vernünftig auszuleuchten. Denn das wird in so einer Höhle recht schnell, recht duster, recht finster. Boah, das ist ja doch mehr, als ich gedacht hatte hier von dem roten Zeugs.